ein ungewöhnlicher Ort für die Leichtathleten des Landkreises. Der Abschluss der Hallensaison wurde diesmal mit einem ganz besonderen Wettkampf begangen in der Leichtathletikhalle des Dresdner SC. Fiel der Startschuss zur Volksbank Hallenkreismeisterschaft. Ein solcher Wettkampf auf Landkreisebene, ein Novum in Sachsen. Also wir haben im Landkreis bei uns, im Sächsischen Schweiz ist Erzgebirge, keine Leichtathletikhalle. Wir haben Schulhallen, ja, mit Parkett, wie wir es kennen. Und wir müssten nach Dresden ausweichen, nach Chemnitz oder nach Leipzig, wo es die Hallen gibt. Und wir haben das Glück, durch den DSC, durch die Zusammenarbeit, die Halle hier zu mieten und dieses Event, es ist ein Event geworden, muss man ganz einfach sagen, hier durchführen zu können. Und das ist der Vorteil natürlich auch für die Sportler und die Vereine bei uns im Landkreis, hier teilnehmen zu können, nochmal richtig zum Abschluss der Hallensaison alles rauszuhauen. Etwa 150 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 6 Vereinen gingen bei der Kreismeisterschaft unterm Hallendach an den Start. Beäugt wurden sie von Lukas Schober, dem derzeit erfolgreichsten Leichtathleten im Landkreis. Der Kugelstoßer aus Maxen gehört dem Nationalkader an und wurde erst jüngst Zweiter bei der Wahl der Nachwuchsleichtathleten in Deutschland. Von solchen Erfolgen träumt vielleicht auch Alexander Kempe. Der Schüler vom Schiller-Gymnasium aus Pirna absolvierte bei der Volksbank-Kreismeisterschaft den Wettkampf seines Lebens. Seine Bestmarke im Hochsprung steigerte der 18-Jährige um satte 18 cm. 1,88 Meter ist der neue persönliche Rekord und gleichzeitig die Vereinsbestmarke beim LSV Pirna. Ich muss eindeutig sagen, der Anlauf war einfach perfekt und dann hat es geklappt. Also ja, ich würde sagen, die Brücke über der Latte hat auch super funktioniert. Spannend auch das Generationenduell im Hochsprung der Frauen. Die 18-jährige Vanessa Scherer duellierte sich mit Steffi Schöler. Beide sind beim VfL Pirna-Kopitz zu Hause. Steffi die Trainerin, Vanessa der Schützling. 1,53 Meter übersprangen beide und gewannen jeweils ihre Altersklasse. Also wir duellieren uns auch im Training. Also das ist so ein typisches Trainingsbild gerade gewesen, was wir so abgebildet haben. Vanessa ist eine starke Springerin. Wir haben das Problem ein bisschen mit dem Anlauf, weil, wie gesagt, der Anlauf konnte überhaupt nie geübt werden, überhaupt nie eintrainiert werden, wieder nach dem Winter. Also das kommt, die Anlage steht noch nie bei uns auf dem Sportplatz. Wie gesagt, wir haben nur in der Halle trainieren können und das halt auch nie jede Woche, weil dann auch andere Themen anstehen. Die erste Volksbank-Hallenkreismeisterschaft kam genau zur rechten Zeit. Für die meisten Teilnehmer war es der erste Wettkampf nach einer gefühlt endlosen Corona-Durststrecke. Wohl auch deshalb war die vereinsübergreifende Unterstützung gegeben. Wir haben das erste Mal eine Veranstaltung organisiert, wo wir vereinsübergreifend Aufgaben verteilt haben. Ja, und da hat jeder Verein so seine Zuständigkeiten gehabt, dass die Räder haben super ineinander gegriffen. Ganz große Geschichte. Waren alle begeistert in der Vorbereitung. Wettkampf, ich schwebe noch, läuft super. Ja. Den Höhepunkt gab es zum Schluss. Die 12x200 Meter Vereinsstaffel. Die Führung wechselte je nach Altersklasse hin und her. Am Ende hatte der Leichtathletikverein Pirna die Nase vorn. Alexander Kempe zeigte auch hier sein Ausnahmetalent. Der LSV Pirna ist der schnellste Verein im Landkreis. Pokal, Medaille, Ehrensache. Die Volksbank Hallenkreismeisterschaft soll keine Eintagsfliege gewesen sein. Fortsetzung folgt, garantiert.